Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, wie fangen wir an? Mit der Venus vielleicht. Die Venus wechselt jetzt das Zeichen. Venus steht hier noch im Steinbock im 29. Grad, sie wird aber morgen früh um 7:43 Uhr in den Wassermann wechseln. Das heißt, wir haben Venus-Wechseltag. Das bedeutet immer, dass alle Dinge um die Venus herum unklar oder verwirrend sind. Das sind unsere Beziehungen, weil Venus im Wassermann, im Luftzeichen Wassermann, ist sehr viel freier, unabhängiger, individueller als im Steinbock, wo sie ja so eine Art Nibelungentreue hat und oft an Dingen, Beziehungen und Sachen länger festhält, als es vielleicht für sie gut ist, möchte die Venus im Wassermann nun frei sein. Und das kann natürlich auch ein Licht auf unsere Beziehungen werfen, dass hier vielleicht ein größerer Wind von Freiheit hineinkommt, der entweder durch uns selbst kommt oder der eben durch unseren Partner, unsere Partnerin kommt. Kann, auf jeden Fall sollten wir für mehr Kommunikation und für mehr Freiraum beider Menschen in der Beziehung sorgen. Wenn wir Single sind, ist mit Venus im Wassermann die Möglichkeit gegeben, hier vielleicht leichter dann in den Kontakt zu kommen. Die Sonne befindet sich im 28. Grad des Schützen. Sie wird am Sonntagmorgen um 5:21 Uhr in den Steinbock wechseln. Das ist dann auch die Nacht vom Samstag auf Sonntag, die längste Nacht des Jahres. Von der Helligkeit her gesehen und der kürzeste Tag. Und dann beginnt mit der Sonne im Steinbock die 30-tägige Steinbockphase und damit auch werden die Tage wieder länger und das neue Jahr beginnt. Dazu habe ich ja Videos bereits auf 1961 Bumm gemacht. Merkur, der Sonnenbegleiter, der der Sonne hinterherläuft, hier im Schützen, ist geeignet dafür, sich tiefreichende, sinnstiftende Gedanken zu machen. Dieser Merkur läuft ins Quadrat zu Neptun. Dieser Aspekt ist auch morgen früh exakt. Das kann bedeuten, dass wir nicht ganz klar sind in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir kommunizieren. Neptun bringt hier eine gewisse Form der Verwirrung mit sich, wundert euch also nicht. Auch so Planung jetzt direkt vor Weihnachten für viele Leute ja sehr wichtig, könnten heute etwas chaotisch sein, möglichst auch keine festen Abmachungen treffen heute, nichts unterschreiben. Und auch keine grundsätzlichen Lebensentscheidungen fällen. Besser wäre es, ein bisschen zu philosophieren, über tiefsinnige Gedanken nachzudenken, über den Sinn des Lebens zu sinnieren oder eben auch sich spirituell zu betätigen oder künstlerisch oder sozial. Aber wie gesagt, der Aspekt läuft morgen schon aus. Der Mond hier steht heute Morgen noch in der Jungfrau, im Erdzeichen Jungfrau, war halt morgen im Quadrat zur Sonne, das abnehmende Halbquadrat. Das bedeutet, der Mond geht jetzt in sein, ist jetzt in sein letztes Viertel gegangen, in seinem Sonne-Mond-Zyklus, der dann am 26. Dezember morgens mit dem Neumond endet. Schauen wir gleich kurz drauf. Der Mond wird morgen früh um 11:06 Uhr. Er wird heute Morgen um 11:06 Uhr, wird um 11:06 Uhr dann in die Waage wechseln. Das bedeutet, dass wir so zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr mindestens so Mondwechselenergie haben, so eine gewisse Unklarheit. Aber nach der mehr introvertierten, nach Ordnung strebenden Stellung des Mondes in der Jungfrau geht es in der Waage mehr um Begegnung und um Beziehungen. Hier kann tatsächlich in den nächsten Tagen ein neuer Wind wehen mit Venus im Luftzeichen Wassermann, dem Mond in der Waage. Außerdem ist der Mond in der Waage an Harmonie, Ausgleich, an Schönheit interessiert. Das sind so Dinge, die wir dann in unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften und unseren Alltag einbringen können. Am Sonnabend, dem 21., dann geht es mittags für den Mond weiter in den Skorpion.
Skorpion und am Montag, den 23. in den Schützen. Darauf gehe ich aber dann nochmal ein, morgen, wo es ja dann um die Aussichten zum Wochenende geht. Hier aber schon mal ein Blick auf das Ende des Sonne-Mond-Zyklus und den Beginn des neuen, nämlich den Neumond zu Weihnachten. Morgens am 26. Das bedeutet auch, dass der 25., auch der 24. schon so ein bisschen im Schatten des Neumondes liegen. Neumond ja eher eine introvertierte Stellung. Also das kann das Weihnachtsfest könnte dieses Jahr sehr introvertiert stattfinden. Menschen, die sehr alleine oder einsam sind, könnten dies sehr stark, besonders stark empfinden in diesen Tagen. Nicht nur, weil es Weihnachten ist, sondern auch wegen dieser Neumondgeschichte. Der Neumond in enger Konjunktion mit Jupiter bedeutet schon auch, hier ist Wachstum möglich, aber im Steinbock beim Neumond geht es mehr um inneres Wachstum. Wenn wir tatsächlich die Zeit nutzen, uns mehr auf uns zu besinnen, mehr in die Innenschau zu gehen, können diese Weihnachtstage für uns sehr erhellend und sehr interessant werden, sagen wir es mal so. Der Neumond steht hier im Quadrat zu Chiron, was auch bedeuten kann, dass wir hier auch zu Weihnachten an alte Verletzungen erinnert werden. Das kann damit zusammenhängen, dass uns da bewusst wird, dass wir vielleicht ganz alleine sind oder wir sind mit unserer Beziehung oder unserer Familie zusammen und merken, dass trotz das Zusammensein mit diesen Menschen wir uns vielleicht trotzdem einsam und allein oder unverstanden fühlen. Möglicherweise ergeben sich aber auch gute Gespräche und ein guter Austausch, der es uns ermöglicht, vielleicht alte Wunden und alte Verletzungen hier zu heilen. Soweit erstmal für heute. Morgen dann am Freitag die Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Wie es dann über Weihnachten zwischen den Jahren und Anfang des Jahres läuft, weiß ich noch nicht genau. Dieses Jahr halte ich mir das alles ein bisschen offen. Sehr wahrscheinlich werde ich aber irgendwie im Laufe des Montagvormittags des 23. dann nochmal auf die Weihnachtstage speziell gucken. Für heute erstmal wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.